Haken berühren. Auf jeden Fall verlose ich was für die Juice. Ja, zwei Säcke Dopscheu. Einmal die Wick und ein Steely Dan als Edelstahlgrinder. Und ja, wegen mir 5 Canasseur XL. Das lege ich natürlich auch was drauf. Also eine Hotty 1420, natürlich inklusive Dimmer. 22 verschiedene Bodenmikroorganismen. Das nennt sich Shrooms Protect the Roots. Wir verlosen einen Gutschein für Stecklinge zum Beispiel. Für dich immer gern ein Q1 mit ihm. Und ein bisschen Peppers. Viel Spaß wünsche ich euch. Nase gut, alles gut. Liebe Green Connection Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind heute in Berlin auf der Mary Jane. Findet tatsächlich wieder mal statt. Es ist heute außergewöhnlich voll und außergewöhnlich warm. Darum könnt ihr wahrscheinlich auch unsere Sonnenbrillen verstehen. Neben mir steht der Erik. Hi. Heute möchten wir die Chance mal nutzen, um uns erstens bei euch zu bedanken für die Aufmerksamkeit, für euer Interesse, für euren Support die letzten Jahre. Wir machen heute eine Folge, wo ihr erstens schön was gewinnen könnt und außerdem wollen wir heute ein paar Kooperationspartner von uns hier besuchen. Wir schauen mal, ob wir was Schönes für euch abstauben können. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Erik hat auf jeden Fall den Plan dabei, dass er uns ein bisschen sicher durch die Halle führt. Er hat auf jeden Fall die Orientierung. Absolut. Und dass das Ganze nicht überhand nimmt und wir bei jedem 10 oder 20 Minuten verweilen, würde Erik noch die Zeit nehmen. 2 Minuten haben wir. Zwei gesagt. Minuten? 2 Minuten Zeit. Also, okay. Pro Stand maximal 2 Minuten Zeit. Na, los geht's. Komm. Hier ist Sunlight. Pascal! 120 Sekunden, let's go! Pascal, mein Lieber. Team, mein Guter. Hi, erstmal. Hey. Hi. Dass ich dich da treffe als alter Berlin. So eine Überraschung, oder? Herzlichen Dank für die Kooperation seit so vielen Jahren jetzt schon. Für die Unterstützung, für den Support. Immer gerne. Herzlichen Dank. Gerne. Super. Und zum Schluss wollte ich natürlich noch fragen, wenn ich schon mal da bin, meine Zuschauer, die freuen sich natürlich immer, wenn sie was gewinnen. Hast du eventuell ein Lämpchen für uns? Was man jetzt Lämpchen vorbereiten zur vielleicht Entkriminalisierung den Leuten natürlich schon mitgeben kann. Tim, für dich immer gern ein Q1 wie Tim. Perfekt für eine Mutti. Vielleicht ein Grow auf ganz, ganz kleinem Raum oder einfach irgendwo ein bisschen eine Ecke, eine dunkle Ecke zu beleuchten, ist auch schön. Die kann man dimmen jetzt sogar, die ne? Kann man dimmen, die neue. Genau. Und hat 10 Watt mehr. Ein bisschen mehr. Also der Treiber ist ein bisschen stärker, also 10. Weißt, die Watt kann man nie genau festnageln, aber ungefähr ein paar Prozent mehr kommen raus und eben mit Dimbar neue Möglichkeiten. Man kann immer den perfekten Abstand halten, je nach Anbaufläche. Ja. Saugeil. Also ich glaube, es wird sich jemand freuen. Stabil. Und es ist hier nicht der einzige Preis, Tim, du hast hier ein paar andere Sachen. Ja, da kommen noch raus. Einige dazu. Eine dimmbare Q1W geht an euch raus, Leute. Voll, ja. So, vielen Dank, Pascal. Genießt die Messe noch weiter, Tim. Dankeschön. Erik. Ciao, Pascal. Ciao, danke, dass du da warst. Ja, geht. Alles klar, geht weiter, Leute. Ciao, komm. Danke, Pascal. Erik, erzähl doch erstmal, was gibt's von dir an die Zuschauer zu verlosen? An die Zuschauer von mir zu verlosen? Ja, an meine. An deine Zuschauer. Was gibt's zu verlosen? Pass auf, ich hab das sogar dabei. Also, die Zuschauer haben es vielleicht in einer der letzten Folgen schon mal gesehen. Wurzelpulver habe ich es genannt. Ja, Wurzelpulver, also es sind Mykorrhiza. Ja. Endo- und Ektomykorrhiza sind da drin. Ruminsäure, Fulvinsäure, 22 verschiedene Bodenmikroorganismen. Das nennt sich Shrooms Protect the Roots. Das ist für Stecklinge gedacht, aber auch für Jungpflanzen. Aber du kannst es auch in Wasser auflösen und sogar nachträglich deinen Boden impfen. Ja. Also Allround-Paket. Alles klar, wunderbar. Und man kann es quasi nicht überdüngen. Nee, man kann es nicht überdüngen und wenn man Mykorrhiza benutzt, hat es sogar die Eigenschaft, dass du weniger, also dass die Pflanzen mehr Stickstoff aufnehmen können. Und dadurch musst du theoretisch andere Dünger weniger hinzugeben. Man kann es auch einen Bodenaktivator nennen. Okay. Und das kommt aus unserem Hause, handgemischt, und verlosen wir 10-mal für deine Zuschauer. Einfach auch danke für die Zusammenarbeit, danke für den Support und ich bedanke mich bei dir, mein Lieber. Ja. Dankeschön. Immer eine schöne Arbeit zusammen. Also 10-mal für euch zu gewinnen vom Onkel Erik. Shrooms gibt's. Und wir machen das übrigens so mit den ganzen Gewinnen, die wir heute bekommen werden. Ja. Die gehen alle zum Erik.
und Erik verschickt die dann alle an die Zuschauer. Hause. Zu dir nach Hause, ja, genau. Geil, geil. Die gehen alle zum Erik nach Hause und er verschickt sie dann an die Zuschauer. Was ja auch noch geil wäre, kennen deine Zuschauer ja auch schon, Flo Organics. Wir haben schon mal ein witziges Video mit ihm gedreht. Flo hat hier auch seinen Stand, hat ein neues Produkt am Start, was Dope Soil heißt. Ich glaube, das hören wir uns jetzt mal an. Ich muss bei Flo ein Popcorn essen. Nee. Ein bisschen Schwung in die Kiste. Und ess bitte das Popcorn. Nein, ich esse nicht das Popcorn. Flo, mein Lieber, du mit einem schönen Stand am Start. Tim, schön dich zu sehen. Erik, schön dich zu sehen. Que pasa, muchachos? Alles tutti bro. Alles super. Wie geht's dir? Ich kann mich nicht beschweren. Läuft super. Vielen Dank, Mann. Ich habe gehört, du hast für Unterhaltung gesorgt. Wir hatten hier die Hottest Popcorn of the World Challenge am Start. Wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht, ja, weil der Letzte hier tatsächlich alles vollgekotzt hat. Wie scharf war dein Popcorn? 2 Millionen Scoville. Ich habe gestern schon eins probiert. Ich möchte nicht noch mal eins probieren. Alter, es riecht schon scharf, ne? Ja, jeder muss einen Becher essen. Ja, und wenn der Becher weg ist, musst du den Sack Dope Soil für 4 Minuten 20 berühren, ohne loszulassen, okay, und ohne was zu trinken. Ja. Und kriegst den Sack Dope Soil statt für 82,90 für 0 Euro nach Hause geschickt. Du weißt, wir haben nicht viel Zeit. Du hast ein neues Produkt auf dem Markt. Ja, Mann. Erzähl doch mal, was hast du da? Wir haben jetzt Dope Soil am Start. Was ist Dope Soil? Dope Soil ist eine komplette Mischung mit Flo, so wie wir es im letzten Video mit dir angerührt haben. Ja. So ist hier die Dope Soil, sind ungefähr 50% sind Torf, 25% sind Kokos, 10% Regenwurmhumus, 10% Flo, 5% Pflanzenkohle. Stark, super. Das im Ganzen 50 Liter? Das sind 50 Liter, genau. Ja. Wir besorgen die meisten Rohstoffe in Deutschland, so gut wie es geht. Ja. Also Pflanzenkohle, Regenwurmhumus, Flo und Torf kommen aus Deutschland. Der Kokos kommt natürlich nicht aus Deutschland. Super. Und wie ist es der Kunde? Kann direkt seine Pflanzen reinsetzen oder muss er wieder eine Zeit lang warten? Nee, du kannst den Sack aufmachen, du setzt die vorgezogenen Pflanzen ein, gießt es an und dann gibst du nur noch Wasser über den gesamten Zyklus. Die ist ready to use. Wunderbar. Flo, verlost du was für die Zuschauer? Auf jeden Fall verlose ich was für die Zuschauer. Ich würde sagen, wir machen 2 Säcke Dope Soil, wir machen ein nice Living Soil à la Chef T-Shirt und wir machen eine nice Living Soil à la Chef Mütze. Das ist sehr großzügig. Ich denke, die Leute werden sich freuen. Ja, cool, Mann. Danke, hey, vielen Dank für deinen Besuch, Tim. Dankeschön. Gute Zeit noch für euch auf der RS. Erik, Alter, halt die Ohren steif. Hier geht's auf jeden Fall zu Awei. Awei ist auch einer unserer Kooperationspartner. Und da steht auch schon der Mann mit der Tarnjacke und der Tarnmütze. Der Hi Erik, hi Tim. Hi, mein Lieber. Komm, wie geht's euch? Lass uns eine Umarmung geben. Jetzt will ich auch eine. Ein bisschen Liebe, ich bin der Love-Kauf heute. Man sieht's, ja. Auf jeden Fall, Lennart sieht schick aus. Schreibt mal was in die Kommentare, wie ihr Lennart sein Outfit findet. Was man nicht alles für die Firma tut. Ich find's brillant, Lennart. So, Lennart, wir sind heute hier, um uns bei unseren Kooperationspartnern zu bedanken. Danke für den Support, danke für die Unterstützung. Wir danken dir. Und an der Stelle, wie kann es anders sein? Die Leute freuen sich natürlich immer, wenn sie was zu gewinnen bekommen. Wie ihr seht, wir sind heute großzügig. Wir sind auch gerne nochmal für deinen Kanal großzügig. Können gerne nochmal ein kleines Gewinnspiel machen. Super. Was haust du raus? Was mir durch den Kopf geht, Canasseur-Gläser haben wir gerade frisch aufgenommen im Sortiment. Und ja, wegen mir, sagen wir mal 5 Canasseur XL. Ah, die sind echt schick. So schaut das aus. Canasseur X Hawaii. Ich mach mal langsam. Davon gibt es 5 Stück. Mit Anzeige hier oben, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Super. Kann so einen Monatsvorrat von einem Patienten schon mal decken, so ein Glas mit 30 Gramm. Und 10 Shirts, oder? 10 Shirts gibt's auch. Im neuesten Look. Wir haben ja gerade gerebrandet, wie man sieht. Fresher, neuer Look. Es gibt ein neues Logo, aber er hat ein neues Logo übrigens. 10 Shirts, 5 Canasseur-Gläser XL für die Community, für Green Connection. Super. Herzlichen Dank, Lennart. Auf eine tolle Zukunft und eine tolle Zusammenarbeit. Dankeschön. Bis bald. Ciao. Ciao, Marc. Ciao, Tim. Ciao, Erik. Bye. Ciao. So, Tim, jetzt Black Leaf als nächstes. Gucke mal, da steht die Vanessa auch schon. Hallo Vanessa. Hi. Was für eine Überraschung, dich hier zu sehen. Hallo. Hi. Danke für die Kooperation, für den Support die letzten Jahre. Wir sind immer froh, dabei zu sein. Dankeschön, freuen wir uns sehr drüber. Zum Schluss wollten wir natürlich auch noch fragen, hast du eventuell
was zu verlosen für uns. Ich habe für euch auch was zu verlosen. Ja, und zwar, wir werden jetzt einfach so eine Rig bei euch verlosen. Ja. Einmal die Rig und ein Steely Dan als Edelstahlgrinder. Sehr lieb. Total toll. Also damit wollen wir uns auch bedanken für die tolle Kooperation, dass ihr das so gut macht. Also das sind jetzt die zwei, die haben wir sogar in der Bongbar gesponsert, in der Hoppetosse. Die kommen dieses Jahr besonders gut an. Hier ist so das Recycle-System, es geht nach oben und blubbert nach unten wieder. Also man hat eine super Filterung. Dasselbe geht natürlich bei der hier auch. Das ist Möbius und einmal die Recycler. Also ich finde die am schönsten. Das Schöne beim Steely Dan ist, der hat eine lebenslange Garantie. 100% Edelstahl, man kann ihn in die Spülmaschine stecken. Das ist auch eins, was vom Gewicht her, wenn du den mal selber ich nimmst. Ich nutze den privat auch tatsächlich. Ja, ich mag den total. Ja. Der hat eine größere Kammer. Da darf man sich dann eins aussuchen, was dem dann lieber ist. Super. Vanessa, vielen Dank für die Gewinne und danke für deine Zeit. Dankeschön. Ich mache. Itzo, wir sind heute hier und unterhalten uns mit dir, vor allem um uns erstmal bei dir zu bedanken. Danke für den Support, danke für die Unterstützung. Hat auch echt Spaß gemacht, dich zu besuchen in Österreich und zwei tolle Videos mit dir zu drehen. Herzlichen Dank auf jeden Fall erstmal dafür. Ich bedanke mich auch, Tim. Ich glaube, dass wir noch mehrere Videos machen würden in Zukunft. Auch mehrere schöne Projekte vielleicht. Das würde mich sehr freuen. Und ich weiß, du hast jetzt auch schon ein paar Stecklinge auf dem Markt, beziehungsweise hast die gerade selektiert. Das sind unsere Genetiken, also selbstgemachte Genetiken. Wir fangen mal von verbotenen Stoffen, CBD mit verbotenen Stoffen und so weiter. Ja. Das sind unsere ersten Entwicklungen und wir freuen uns, bald den deutschen Markt mit unseren wunderschönen Pflanzen zu versorgen. Hoffentlich funktioniert bald. Und zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, hast du denn für unsere Zuschauer auch was zum Verlosen? Wir verlosen einen Gutschein für Stecklinge zum Beispiel von Mr. X Genetiken. Gutschein gibt es noch mal vom Itzo und Grinder, glaube ich, haust du auch noch mit drauf. Ja, ein Grinder. Zufällig gibt es auch einen Grinder. Ein Pyramidengrinder, extra für Mary Jane, jetzt angefertigt. Und für schwitzige Hände ist sehr praktisch. Ja. Es rutscht nicht. Rutscht man nicht ab. Ja. Also, Itzo haut einen Pflanzengutschein drauf und einen schönen Grinder. Wir bedanken uns. Itzo, Dankeschön, mein Lieber. Bedanken. Bis bald. Ciao. Freunde, neben mir steht der Julian von Hortigon aus Österreich. So Julian, es freut mich erstmal, dich hier in Berlin sehen zu können. Hi. Hey, es freut mich, dich hier in Berlin treffen zu können. Wie hat es dir gefallen? Wie war die Messe? Super. Was gibt's von dir Neues auf dem Markt? Erzähl kurz, bitte. Hey, bei mir ganz einfach, oder? Ich meine, nicht so neu seit diesem Jahr, aber letztes Jahr, Mitte des Jahres, die zwei neuen Modelle, die Hortigon 420, die Hortigon 600. Einen sehr, sehr kostengünstigen Dimmer und natürlich einen Bluetooth-Dimmer. Oder einen Bluetooth- und Knopfdimmer in Kombi, der mehrere Lampen steuern kann. Yeah. Das sind so, weißt du, wir haben ja weniger Produkte, wenn wir sagen, weniger Produkte, aber durch ein modulares System können die Leute prinzipiell mehr oder weniger jede Anlage und jeden Wunsch eigentlich erfüllen. Genau, genau. Ihr kennt wahrscheinlich auch in Julian sein Produkt schon. Wir haben es euch schon mal im Video gezeigt. Da ging es um das Setup, was wir gezeigt haben, Green Basic. Und da hat man deine Lampe ja schon gesehen, die Hortigon 420. Genau, das war die 420, ja. Genau. In dem 60-60-Zelt. Ja. Natürlich ideales Setup jetzt so zum Starten für kleine Pflanzen. Auch dieselbe Lampe wird natürlich für 80x80, also das nächste Größe passen. Und dann eben, sobald du größer wirst, gibt es das große Modul, die 600, dass du dann modular, je nachdem nach Intensitätswunsch und nach Anforderungen des Kunden verwenden kannst. Super, genau. Wie Jürgen, du hast bestimmt schon mitbekommen, wir gehen ja zu unseren Kooperationspartnern und am Ende geben sie uns ein bisschen was mit, was wir der Community verlosen können. Kriegen wir von dir auch was? Ja, natürlich. Das lege ich natürlich auch was drauf. Also eine Hortigon 420, natürlich inklusive Dimmer, stelle ich natürlich gerne bereit. Super, herzlichen Dank. Ich glaube, die Leute werden sich freuen. Ich hoffe auch. Das Paket wächst immer mehr. Das freut mich sehr. Dankeschön, Jürgen. Bis zur nächsten Messe. Vielen Dank, Hat Tim. Hat mich gefreut, mein Lieber. Hat mich gefreut, Mann. Bis bald. Immer wieder. Ciao.
I wanna pay dues to. Peace of mind will find the love in all the way. Alle Kooperationspartner waren leider nicht bei der Messe, aber an die geht natürlich auch ein fettes Dankeschön raus. Dankeschön, Leute. Stopp. Ich habe noch was für euch. Ein paar coole Päckchen von Ortsstation, Gutschein, ein Tray mit Paper, Filter. Filter kann man auch nie genug haben. Und ein bisschen Papers. Viel Spaß wünsche ich euch. Freunde, wir hoffen, euch hat die Folge gut gefallen. Wie ihr mitbekommen habt, gibt es ordentlich was zu gewinnen. Weil YouTube immer ein bisschen zickig ist mit den Gewinnspielen, gibt es das Gewinnspiel auf Instagram. Findet ab jetzt statt und läuft genau 7 Tage. Also direkt mal auf Instagram nachschauen. So, auch nochmal herzlichen Dank an Erik, dass er uns, obwohl er heute eigentlich frei hat, an seinem freien Tag, so kräftig unterstützt hat. Danke auch nochmal, Erik. Hat auch mega Spaß gemacht. Ihr habt auch die Zeit immer korrekt eingehalten. Ja, so sind wir. Ja, wir sind da wirklich ganz straight. Ne? Straight ist wichtig heutzutage. Straight ist wichtig heutzutage. So, Leute, in dem Sinne, bleibt auch straight. Lasst uns mal ein Abo da. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Ciao. Let's move.